Damen, meine Herren, ich darf Sie alle recht herzlich zum der Eröffnung unserer 42. Ausstellung Historische Weihnachtsbaumständer recht herzlich begrüßen. Ich bedanke mich besonders bei Lothar Herrmann, dass er uns seine Sammlung für diese Ausstellung zur Verfügung gestellt hat. Denn ich habe noch nie so viele Christbaumständer auf einen Haufen gesehen. Christbaumständer. Wohl jede Familie, die zum Weihnachtsfest einen geschmückten Baum aufstellt, hat schon zumindest einmal erlebt, zu welchem Drama dieses weihnachtliche Baumaufrichten geraten kann. Meist ist es eines mehreren Aufzügen. Erster Akt. Nach längeren Suchen nach dem Christbaumständer im finsteren Keller oder auf dem Dachbodenräumen. Zweiter Akt. Gespannte Frage. Ist der Ständer noch heil? Und wird er für den diesjährigen Baum groß genug sein? Er ist es eigentlich nie, denn das sollte man aus Erfahrung ja wissen. Dritter Akt. Der Baum wird mühsam passend gemacht. Mit Säge, Meißel, Küchenmesser. Und dann vierter Akt. Das Aufstellen selbst. Es ist eine Abfolge aufregendster Szenen, doch hartnäckig steht der Baum meist. Trotz aller Mühe schief. In der Regel wird der Christbaumständer von den Geschenken unter dem Tannenbaum verdeckt. Manchmal von einem großen Tuch extra verdeckt. Dadurch kann man die Schönheit des Christbaumständers nicht sehen. Wir können uns bei Lothar Herrmann eigentlich bedanken, dass er uns seine Christbaumständersammlung zeigt. Die frühesten Ständer sind aus Holz gewesen. Abgesehen vielleicht von wassergefüllten irdenen Töpfen, in die man die Bäumchen gestellt haben mag. Die einfachste Stütze bestand in einem genügend schweren Holzklotz, in dem der Weihnachtsbaum verkeilt wurde. Weit verbreitet waren die heute noch üblichen Holzkreuze. Die älteste deutliche Abbildung von Christbaumständern zeigt solche Kreuzchen. Als der Weihnachtsbaum sich um 1800 in einigen Städten so weit durchgesetzt hatte, dass es sich lohnte, die oft schon fertig geschmückten Bäumchen auf den Christkindlmärkten anzubieten, wurde kleine Standbrettchen gleich mitverkauft. Die zwei häufigsten Arten von Christbaumständern, die man auf Abbildung aus dem vorigen Jahrhundert findet, sind zum einen mit Sand gefüllte Eimerchen oder Töpfe, zum anderen die meist aus Holz gefertigten sogenannten Gärtlein. Diese Gärtlein bestanden aus einer meist quadratischen Grundplatte mit oder ohne Füßchen, an deren Rand ein richtiger Miniaturgartenzaun verlief. In der Mitte der Platte war ein Loch oder auch eine Tülle für den Baumstamm. Gusseiserne Christbaumständer wurden ab Mitte des 19. Jahrhunderts hergestellt. Das erste Modell der Firma Rödinghausen zum Beispiel wurde im Jahre 1866 gegossen. Der Stamm des Weihnachtsbaums wird mit 2 bis 4, meistens 3 Schrauben am oberen Tüllenrand zentriert und festgehalten. Die älteste vorhandene Patentierung eines Christbaumständers stammt von 1877. Im Antrag dazu heißt es: Der Zweck des Christbaumhalters ist, die bisherige unsichere Befestigung des Christbaums auf dem kleinen, hölzernen Fußgestell möglichst zu beseitigen und dafür eine geeignete Verbindung herzustellen, welche in einfacher und bequemer Weise die Befestigung gestattet und dabei jede Gefahr des Umschlagens oder Abbrechens des Christbaums beseitigt. Verschiedene Christbaumständer wurden mit Motiven, wie zum Beispiel ein Weihnachtsbaum, Zapfen, Kerzenstern, Glocken, Engel oder mit einem Weihnachtsmann versehen und bemalt. Sie können sich von dieser Vielfalt anschließend nachher in der Ausstellung überzeugen.